Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um ein sehr bekanntes und häufiges Problem mit der Beleuchtung. Jeder BMW wird früher oder später dieses Problem haben, daher ist dieses Video für alle BMW-Fahrer interessant. Es geht um das Problem, dass einzelne Komponenten der Beleuchtung nicht funktionieren oder dass die gesamte Beleuchtung ausfällt, dass Komponenten wie Fensterheber, Blinker und so weiter nicht funktionieren. Häufig ist es ein eingebauter Softwarefehler, der irgendwann aktiv wird, wenn zum Beispiel die Batterie abgeklemmt wird oder eine Diagnose gemacht wird oder wenn ihr zum Beispiel eine Lampe lange nicht getauscht habt, dann wird irgendwann der Kanal gesperrt. Für alle diese Lösungen bietet BMW nur eine Lösung an, und zwar den Austausch des Steuergeräts. Das Problem ist nicht die Kosten für das Austausch des Steuergeräts. Die sind natürlich auch sehr hoch, man liegt da preislich ungefähr bei 750 bis 800 Euro. Das große Problem und das Risiko ist, damit dieses Steuergerät eingebaut werden kann, muss das gesamte Fahrzeug auf den neuen Softwarestand programmiert werden, wie dieses Steuergerät. Und dabei haben wir ein großes Risiko. Denn Steuergeräte wie das Motorsteuergerät, ABS-Steuergerät, Navigationssystem, das alles muss programmiert werden und dabei habt ihr ein großes Risiko. Denn die einzelnen Steuergeräte kosten sehr viel Geld und BMW haftet nicht für diese Steuergeräte, sondern ihr haftet selber. Das heißt, nur weil ihr ja zum Beispiel das Lichtsteuergerät tauschen wolltet, kann es passieren, dass ihr mit Folgekosten rechnen müsst, dass zum Beispiel ein Motorsteuergerät, was 2000 Euro kostet, bei dem Update kaputt geht. Wir haben für alles verschiedene Lösungen, wo ihr dieses Risiko nicht habt. Ihr könnt uns das Steuergerät zuschicken, egal welches Problem ihr habt, ob ihr ein Problem habt, dass einzelne Komponenten nicht funktionieren oder dass mehrere Komponenten nicht funktionieren. Wir werden versuchen, das Steuergerät softwaretechnisch instand zu setzen. Das heißt, nicht einfach instand zu setzen, denn das ist möglich, aber wir programmieren eine modifizierte Software, damit dieser Softwarefehler auch in Zukunft behoben ist. Das heißt, dafür haben wir spezielle Programmierer, wo wir einen Datensatz kaufen, der modifiziert ist. Denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Steuergerät einfach wieder instand zu setzen. Deswegen muss man verstehen, es gibt Unterschiede. Und wenn man eine nachhaltige Lösung haben möchte, die länger hält, dann empfehle ich immer eine modifizierte Software zu verwenden. Die ist natürlich teurer, aber die funktioniert halt lange. Es gibt natürlich auch seltene Fälle, wo das Steuergerät mechanisch kaputt ist. Das heißt, dass eine der Komponenten zum Beispiel defekt ist, wenn zum Beispiel Wasser reingelaufen ist oder einfach altersbedingt, dann haben wir auch eine Lösung. Dann besorgen wir für euch ein passendes Steuergerät, programmieren das und schicken es euch zum Beispiel zu, dass es fertig zum Einbauen. Das gesamte Fahrzeug muss bei keiner unserer Lösungen komplett programmiert werden. Dazu kommt noch, dass viele Teile momentan von BMW einfach nicht lieferbar sind. Wegen der jetzigen Situation in der Welt gibt es viele Sachen, die kann man einfach nicht kaufen und nicht bestellen. Dieses Problem haben wir natürlich nicht. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch telefonisch oder per E-Mail. Im Anschluss dieses Videos werden wir euch einmal zeigen, wie man das Steuergerät ausbaut. Das heißt für die Privatleute von euch, dass ihr dasselbe ausbauen könnt und uns zuschicken. Diese ganze Prozedur dauert einen Tag. Wenn wir das Steuergerät zum Beispiel heute bekommen, geht das am gleichen Tag an euch zurück. Wir zeigen euch, wie man das Fußraummodul ausbaut. Das ist relativ einfach. Dieses Steuergerät sieht so aus und befindet sich in der A-Säule, ne? Das heißt im Fahrerfußraum. Wir haben zwei Stecker. Als erstes nehmt ihr natürlich, so ist das verbaut, beziehungsweise so. Für euch ist das so am besten zu sehen. Ihr nehmt erstmal diesen Stecker ab. Danach nehmt ihr den oberen ab und dann den unteren. Genau auch bei dem Einbau. Das heißt, ihr fangt mit dem hier an, weil der ist ein bisschen schwer reinzustöpseln. Passt auf, dass ihr diese Pins nicht verbiegt, beziehungsweise es verriegelt. Danach kommt der und danach kommt der. Was braucht ihr, um das auszubauen? Ihr müsst als allererstes, nehmt ihr die Abdeckung ab von Fußraum, vom Fahrerfußraum. So sieht die Abdeckung aus. Ihr habt hier drei Schrauben, 1, 2, 3. Das ist ein 20er Torx. Das heißt, dann habt ihr diese Abdeckung, die schiebt ihr nach vorne. Denn die Abdeckung ist hier eingerastet. Das heißt, die ist so eingebaut. Wenn ihr das zum Beispiel ausbaut, zieht ihr das einmal zu euch. Wenn das Fahrzeug zum Beispiel eine Freisprecheinrichtung hat, dann habt ihr hier eine Bluetooth-Antenne. Die kann man entweder einfach sozusagen hier, habt ihr so einen Pinöckel, den zieht ihr hoch und dann kann man das hier zum Beispiel hochnehmen und einfach den Stecker da dran lassen. Das ist eine Option. Oder ihr zieht den Stecker einfach ab. Das heißt, man hat einen Stecker,
der hier drauf ist. Da müsst ihr einfach drauf drücken, dann könnt ihr das, oder ihr packt das einfach zur Seite. Habt ihr hier ein Kabel für eine Beleuchtung und hier habt ihr noch ein Kabel für einen Lautsprecher. Also relativ unkompliziert. Danach habt ihr hier einmal die Abdeckung von der A-Säule. Natürlich müsst ihr erstmal das hier einmal kurz hochheben. Das sind so kleine Nupsis, die sind einfach nur reingesteckt. Ne? Wenn ihr das etwas gelockert habt, dann konzentriert euch auf diese Abdeckung. Ihr habt erstmal hier vorne, habt ihr einmal das hier für die Motorhaube. Hier ist ein Kreuzschraubenzieher, den schraubt ihr ab. Hier hinter habt ihr noch einen zweiten. Die beiden Kreuzschraubenzieher werden abgedeckt oder also abgenommen und dann habt ihr hier solche Nupsis. Die sind zwei Stück. Das heißt, das Teil zieht ihr einfach an euch. Und dann seht ihr schon das Steuergerät. Dieses Steuergerät ist mit zwei 10er Muttern befestigt. Die sind hier vorne. Das heißt, das Steuergerät sitzt so. Hier ist eine 10er Mutter und hier ist eine 10er Mutter. Die baut ihr einfach ab und dann ist das Steuergerät sozusagen lose. Dann nehmt ihr einfach die Stecker ab, erstmal den, dann den oberen und dann den untersten. Dann könnt ihr das Steuergerät einfach ausbauen. Wenn ihr das zu uns schickt, einfach eine kurze Zweizeiler, was ihr für ein Problem habt mit Kontaktdaten von euch, dann melden wir uns bei euch und sagen, Steuergerät ist zum Beispiel fertig und wie es geht, dann entsprechend halt am gleichen Tag halt raus. Wenn ihr da Fragen habt, klingelt am besten durch oder schreibt uns eine E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.